Widerstand ist beendet, euer Hoheit. Hexenkönig, die Zeit eurer Besatzung ist vorbei. Wie ist das? Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. So ein Ding aus dem Weihnachts Adventskalender. Jetzt, Zungenkrieger, wir sind bereit für unseren Teil. Wir sind Kämpfer, wir sind eine Riesenarmee. General Chacha, wir messen uns am Schlachtfeld. Macht zu Maul. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Sehr schön. Und leider kein wahrer Jedi, aber dafür eine Menge Coins. Eine Herausforderung nur. Macht euch davon. Deine Chancen stehen gut. Genug gemault. Schön. Ein Minikit. Aber waren da so viele Minikits in dem Level? Kann ich mir gut. Mein besten Willen nicht vorstellen. Ich habe eins gesehen. Ein einziges. Oh, cool, wir können Druidika spielen. Das wär's ja. Chacha, wir müssen zu anderen. Ja, mich wissen, wo sie hin. Wir sind nach. Ja, wenn es sein muss, dann spielen wir natürlich Chacha auch. Mich brauchen eure Hilfe hier drin. Jo, ich bin schon da. Alles gut. Bin doch hier. Achso. Wir müssen schnell machen. Captain, wir gehen so schnell, wie wir sie können. Wir bemerken einige Boomer fehlen. Vielleicht vom Wagen gefallen. Könnt ihr sie helfen finden? Tata, wir müssen ihnen helfen, Wagen beladen. Schau dich so nach Boomers. Okidode. Mich muss diesen Famba aus dem Weg schaffen, damit wir sie Boomers bekommen. Mich ihm geben leckeres Fura, wenn mich welches hätte. Okay. Ich dachte, wir starten jetzt wirklich direkt in den Fight rein, aber so können wir es auch machen. Cool. Neun von 20. Okay. Achso. Jaja, behalten diesen Hiesen. Glänzen wunderbar. Oh, was soll man denn jetzt hier machen? Ich dachte, Riesenvieh gehen nie weg. An den Stein kommen wir immer noch nicht. Schade. Auch wenn Jaja seinen Kopf dagegen haut. Fünf fehlen noch. Ach, hier dran. Sehr gut. Bitte sehr, ihre Kugeln. Wir haben alle gefunden. So sieht's aus. Jetzt, wir sind bereit für Kampf. Fertig. Zeit für wohlverdiente Pause. Tata,
Was? Diese müssen los. Außer noch lange nicht. So sieht's aus. Erstmal wird gekämpft. Schutzschild sofort aktivieren. Oha, da kommen sie. Ich hätte bleiben sollen in Otobunga. Oh Gott. Ich gebe mein Bestes. F. Das ganz sicher und ungefährlich. Nee. Die Druidenpanzer, die kleinen Beigen, hatte ich mal ein Set. Habe ich leider verkauft. Aber die MTTs, einen habe ich. Nur um dem mal so einen Überblick zu haben. So, ja, Katapulte planen. Bin schon dabei. Aber zerstören können wir jetzt hier großartig nicht viel, ne? Nee. Oh, doch, Tatsache. Vielleicht können wir jetzt hier, wahren Jar-Jar erreichen. Im Gegensatz zu wahren Jedi oder so. Oh, wir können was aufbauen. Cool. Ach, sag nicht, dass wir das, was wir zerstört haben, bauen wir gerade neu auf. Ach ja, verstehe. Wenn man seine eigene Kampfausrüstung kaputt gemacht hat, dann ist logisch. Oh nein, jetzt habe ich ihn geschlagen. Nein. So. Bringen wir die noch zum Katapult. Feuer! Hinterhalt! Halte zum Zielen Q gedrückt und feuern. Das kennen wir ja. Attacke! Sie kommen! Verteidigt! Gangnam City, verteidigt Abu! Sie sollen ruhig kommen. Wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Sie kommen! Echt? Wo? Ach, da hinten. Oh Gott. Wir sind aber nach einem Schlag auch leider nicht komplett tot. Combo. Bam. Bisschen üben hier. Komm du noch. Solche Trottel. Mitten in der Schlacht und dann sowas. Zum Glück sind wir Meisterbauarbeiter.
Jetzt geht's los. Oh, Backe. Oh Gott. Boomer werfen. Okay. Auf die Panzer. So, ich hoffe, das hat gereicht, bis dahin zu werfen. Auf die Panzer, das sind die schwersten Ziele. Boah, aber geil. Sie kommen in Massen aus den MTTs, das ist eigentlich unmöglich. Auch wenn man das Set hat, dann weiß man das. Bam, wir zerstören einfach alle Panzer. Es war keine Zielvorgabe mehr, aber kann uns den Kampf nur erleichtern. So, und jetzt die Druiden. Jetzt seid ihr dran. Die Schlacht um Naboo. Sie wendet sich zu unserem Gunste. Eieiei. Sieg auf Ted. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Sehr gut. Ja, bei den wenigen Münzen, wie soll man da auch wahre Jedi werden? Hätte ich mir jetzt noch mehr Zeit nehmen müssen, um Dinge zu zerstören und wieder aufzubauen. Kein einziges Minikit? Boah. Eieiei. Oi. Was ist jetzt los? Okay. Nimm an der Schlacht der Druidenkampfschiff, beim Druidenkampfschiff teil, okay? Genau wie Portren. Level starten? Jo. Druidenjäger habe ich auch. Den neuesten davon. Ja, es gibt Probleme. Halt dich fest. So, Aufgabe. Schwäche die Abwehr des Druiden-Kontrollschiffs. Jawohl. Schießen wir die Funktürme ab. Und natürlich ein paar Druiden. Diese Geschütze sind zu gefährlich. Wir müssen sie ausschalten. Diese Geschütze machen wir platt, was, R2? Aber sowas von machen wir die platt. So, oh Gott. Diese Walzer-Druiden schießen unsere Leute reihenweise ab. Wir müssen etwas gegen sie tun. Ja, ich gebe mein Bestes. R2? Sie brauchen Hilfe. Ich werde versuchen zu rollen. Das ist ein guter Trick. Also diese Steuerung ist wirklich ganz schwammig. Manchmal zielt er irgendwo hin, obwohl ich da gar nicht hingezielt habe oder bereits gewechselt habe. Zählt zur Abwehr auch die Antennen?
Weil vielleicht schaffe ich es hier mal, wahrer Jedi zu werden. Oh Gott. Ausgewichen, sehr gut. Ach ja, stimmt ja, bei den Zielen auch die Antennen dabei. Ich mach grad nichts. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war ich nicht. Das ist ganz komisch mit der Steuerung. Oh Gott. Oh oh. Jawohl. Ich hoffe, ich mache das richtig. Man kann es nicht falsch machen. Ha, das sollte die Pulver erstmal nachmachen. So, jetzt hier, die Antennen müssen wir komplett zerstören. Mit Mast. Die Oberseite sollten wir soweit schon frei haben. Und definitiv noch ein paar von den Vulture-Druiden. So, cool, wir haben es mal zu Vara Jedi geschafft tatsächlich. Müssen wir nur noch ein paar Jäger finden. Da ist einer. Jawohl. Oh, oh, Rakete. Nabu-Sternjäger, der... Ja, wollte gerade sagen, der ist gut. Nicht nur hier, sondern auch im Battlefront. So, komm, du noch. Noch einen und dann haben wir's. Dann ist die Verteidigung geschwächt. Hey, Junge! Roll rüber. Oh Gott, die Steuerung. Jetzt auch noch eine Rakete hinten am Arsch. Ja. Nichts leichter als das. So viel Schaden wie möglich. Machen wir. Schießt auf alle Energiekerne, die ihr findet. Wiederhole. Schießt auf die Energiekerne. Okay, Erzo. Wo sind diese Energiekerne? Ups, das ist gar nicht gut. Ah, oh, das macht ja richtig Spaß hier. Schiff der Droiden wurde zerstört. Seht! Die Knickknack kaputt. Ah. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Ja, wow. Das war Lego Star Wars, die dunkle Bedrohung.
die erste Episode. Hammer. Also, hat ein geiler Einstieg. Kann man nicht anders sagen. Und den Status eines wahren Jedi. Zum Schluss haben wir auch erreicht. Besser hätte es gar nicht laufen können. So, die Herausforderungen. 2, 3, alle Herausforderungen. Richtig cool. So, bei den Minikits unsicher, aber die haben definitiv nicht alle. Ja, 2 haben gefehlt. Aber immerhin. So, wir haben den Naboo-Sternjäger freigeschaltet. Hammer. Boah, also, was ein Ende. Die Cutscene ist richtig gut. Es ist, du hast deine erste Episode abgeschlossen. Gratulation. Wähle die, ne, noch immer aus, um Level im Freien zu spielen. Erneut zu besuchen, spiele sie mit anderen freigeschalteten Charakteren durch, um neue Minikits und Herausforderungen zu entdecken. So, freies Spiel Galaxis. Wähle diesen Modus aus, um bereits entdeckte Teile der Galaxis im freien Spiel außerhalb der Geschichtenepisoden zu erkunden. Verwende jeden beliebigen freigeschalteten Charakter, um Kaibersteine, Schiffe und vieles mehr zu sammeln. Je mehr Episoden du durchspielst, desto mehr Teile der Galaxis werden freigeschaltet. Apropos, ja, da ist es. Da machen wir dann im nächsten Part weiter. Bei Lego Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkriege aus der Skywalker-Saga. Und wenn ich das schon sehe, es wird spaßig. Schön, aber, boah, wirklich so ein Hammer-Einstieg. Also, auch wenn ich mit der Steuerung gerade bei den Bosskämpfen oftmals nicht klarkomme oder klargekommen bin, war das... Es war einfach wirklich richtig gut gewesen. Also, geile Grafik, kurze, knackige Storys. Die Level sind natürlich groß und nicht so storylastig, sage ich jetzt mal. Also, man kann sich entweder auf die Story konzentrieren oder halt auf ein bisschen Levelerkundung. Ich habe so versucht, ein bisschen beides zu machen. Ja, also. Wir werden definitiv, weil wir sind jetzt gerade bei 47,60% in der Episode. Und natürlich werden wir das noch versuchen auf 100% zu bringen, aber das dann halt in Sonderfolgen. So, wir werden auf jeden Fall erstmal bis Episode 6 spielen. Episode 7, 8 und 9. Unsicher, ob ich das machen werde. Ich habe ja auch schon erwähnt, warum. Aber auf jeden Fall bis Episode 6. Also, bisher geil.